Huch. Aber man kann auch auf jedem Weg sterben. Die Pfade, auf denen wir wandeln, sind manchmal unergründlich. Merkt euch das, das frage ich später nochmal ab. So. Kann man ja ein Gewinnspiel draus machen. Was sagte ich in Folge von Let's Play Outland? Der Gewinner kriegt einen Preis. Ich habe noch ein paar Spiele in meiner Steam-Bibliothek. Ich könnte echt mal ein Gewinnspiel machen, aber mir fällt immer nichts Vernünftiges ein, was man da machen könnte. Well, screw you. Ich möchte eigentlich ungern unten lang gehen, weil der super badass Gegner of Doom ist. Von Dr. Van Doom. Einem der Bösewichte, die mir am wenigsten gefallen. Ich leite runter. Hä? Was? Jetzt kannst du dich auf einmal unendlich festhalten, oder was? Das gibt es doch nicht. Okay, Tür ist offen. Wir müssen hoch. Es führt kein Weg dran vorbei. Our Destiny awaits us. Zum Glück sind diese Special-Angriffe absolutely unfarbend. Das heißt, man kann jeden Gegner damit treffen, auch den. Hallo? Hey, hey Kollege, können wir nochmal drüber reden? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, wie kann ich den denn am besten... Vielleicht muss ich den hier rüberlocken und den drüber springen? Come on! Du Typ... Zwischenbosse. Well, was zum Teufel mache ich denn da? Okay, sein Schild ist echt beeindruckend. Okay, ich habe die Füße... Der hält den Schild ja von ganzem Körper. Ich müsste quasi... kann ich mir eine Bombe von hinten nehmen? Okay, das wird wahrscheinlich nicht reichen bis da hinten. Ich muss, tja. Das funktioniert auch nicht. Der Shit ist einfach zu krass. Ich muss dafür sorgen, dass er herkommt. Komm, 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 komm. Ich kann ja nicht über ihn springen. Doch, wenn er schlägt vielleicht. Ja! Aber dann springe ich gegen sein Schild und der tötet mich natürlich. Ich muss aber hinter ihn kommen. Das ist wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten. Spuck mal. Okay, kriege ich die Bombe bis da hinten? Ohne dass sie explodiert? Nein. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht. Obwohl, warte mal, wenn ich rot bin, kann ich mich vielleicht dann auf sein Schwert stellen oder so? Nein. Ich kann auch so nicht einfach hinter ihn laufen. Nee, das funktioniert gar nicht. Okay, das macht gar keinen Sinn. Aber wie? Okay. Das ist tatsächlich... Der Gegner verwirrt mich ein bisschen, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich gegen ihn tun soll. Die einzige Möglichkeit wäre echt... Aber ich komme hier nicht mehr hoch. Ich komme hier nicht mal hoch. Wie mache ich dir am besten Schaden, mein Freund? Steckt sich mit seinem Schild, ja. Fuck. Ist wahrscheinlich so simpel und offensichtlich. Ich sehe es die ganze Zeit halt trotzdem nicht. Ich habe leider keinen Doppelsprung. Ahahaha! Well, this is how we roll, man. Ah, verstehe. Ah, okay, aber dann kann ich auch nicht seinen Kopf treffen. Schlag, okay. Und dann bin ich dran. Doch, das geht. Ich hab's herausgefunden. Ganz alleine, ohne Internet. Yay, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Okay, wenn man weiß, wie er geht, ist er nicht so schwer. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht in seine Attacken rutscht.
Ach nee. Ja. Wäre vielleicht schlauer, mal eine Sekunde zu warten. Was macht er jetzt? Ja, genau. Ach so, ein blauer Laser. Naja, du bist sehr schlau. Ich kann meine Farben ändern, du Depp. Das ist jetzt die ganze Zeit? Nein, okay. Okay, jetzt macht er aber wieder seine Laserpower. Jetzt schlägt er wieder. Laserpower again. Okay, okay. Fuck! Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Der letzte Schlag. Okay, da habe ich offensichtlich nicht aufgepasst. Aber jetzt weiß ich ja, wie er geht. Easy going. Come on. Bring it. Okay. Das ist tatsächlich ein bisschen dumm gelaufen gerade. Das tut weh, du Arschloch. Arschloch von einem Helden. Weiß auch nicht, was der den ganzen Tag über macht. Der steht hier einfach nur rum und bewacht das Tor. Oh, das hat echt scheiße viel Schaden gemacht. Diesmal lassen wir ihn gar nicht so nah an uns rankommen. So, kann er wieder schlagen. Okay. Ich glaube, diese Gegner werden uns später noch öfter begegnen. Und der ist down. Wow, okay. Das war echt ein harter Typ. Muss man schon sagen. Zu zerstören brauchst du Fähigkeit aufgeladener Angriff. Natürlich brauche ich dafür die Fähigkeit aufgeladener Angriff. Das war doch von Anfang an klar, dass ich diese Fähigkeit brauche. Jetzt mal wieder die Plattform kommen. Dankeschön. Hoch möchte ich gerne. Oberste Etage, Damenunterwäsche und Armbanduhren. Danke. Ich hätte auch noch weiter hochspringen können, aber was soll's. Die Blumengärten, das ist unser Ziel. Unser way to go now. Und da gehen wir jetzt auch hin. Was ist denn... Okay, soll das Blumen darstellen? Dann mache ich glatt mal meinen Epic Slide. Okay, das ist in gewisser Art und Weise schon eine schöne... Wie ist... Okay, wahrscheinlich drunter durchsliden. Okay, die Mechanik mit dem Hin- und Herwechseln habe ich inzwischen verstanden. Danke dafür. Dafür hat man ja im Sprung auch ein bisschen Zeit. Ich dachte beim Boss gerade eben, ehrlich gesagt, dass man da vielleicht diese Lampen benutzen muss, dass das so ähnliche, dass man die so herunterfallen lassen muss oder so. Das war ein bisschen mein Denken. Habe ich wohl falsch gedacht? Tja, ja. Kann ich immer richtig denken. Ja, okay, das war eine gute Idee, finde ich. Okay. Es ist echt ein Farmfeuerwerk vom Feinsten. Echt schön, ne? Hier kann ich doch einfach so rüber. Warum ist denn... Die brauche ich hier oben, rüber zu kommen. Okay. Bleiben die so? Sieht jetzt nicht so schwer aus. Nö, war auch nicht so schwer. Das war ausnahmsweise mal recht einfach. Und ich habe ja noch kein Leben verloren. Kein Leben, was ich nicht wiederhergestellt habe. Fuck you, Plattform. Du willst mich verarschen. Aber ich lasse mich nicht verarschen. Okay, ich glaube, die Teile sind einfach nur da, um schön auszusehen. Gott, hier muss man echt jeden Schritt mit Bedacht wählen. Sonst wählt man den Tod. Den Tod zu wählen ist nie gut. Aber hier kann man wahrscheinlich auch noch, wenn man hin und her springt, noch rüber, oder? Ja, genau. Das war mir doch von Anfang an klar, dass das geht. Da habe ich meine Kombinationsfähigkeiten genutzt, um einfach brillant, möchte ich sagen, zu kombinieren, dass man hier natürlich noch hoch kann, um ein Geheimnis zu lüften. Ich muss mal hier ein bisschen Augenmaß nehmen.
Muss man hier hoch? Ja, muss man. Aber ich will erstmal hier unten gucken, was abgeht. Hier ist nämlich schön. Ach, ich war blau. Scheiße, das hätte auch schief gehen können. Das hätte gewaltig in die Hose gehen können, so wie das eben. Okay, das war nicht so smart, muss man jetzt auch ehrlich zugeben. Nein, das ist die Plattform. Fuck. Plattform! Plattform! Thank you, Plattform. Oh Gott. Das mit dem schnellen Hin- und Herwechseln ist echt... Ah, what? Okay. Okay. I mean, okay. Okay. Okay, das ist einfach nur zum Springen. Okay, und da... Okay, das ist bis jetzt... Das ist angenehm eigentlich, dieses Level. Das gefällt mir ganz gut, denn das ist nicht so schwer. Und auch nicht viele Gegner. Beziehungsweise bis jetzt eigentlich gar keine Gegner. Das gefällt mir echt gut, das Level bisher. Mag ich. Kriegt einen Daumen von, nach oben von mir. Ah, bis auf diese Passagen. Die sind natürlich... Okay... Wenn ich unten lang will. Okay, ich wurde bis jetzt von jedem getroffen. Ist das nicht eine positive Bilanz? Okay, jetzt kriege ich wahrscheinlich den Aufladeschlag. Und damit dann zum Boss zu gehen. Neue Fähigkeit, aufgeladen Angriff. Halte LT gedrückt, um deinen Angriff aufzuladen. Lasse LT los, um einen mächtigen Angriff gegen Gegner und Objekte auszuführen. Moment. So ist besser. LT, ja, okay. Understand. LT! 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 Ah, okay. Lass LT los, wie beschrieben. Okay, hier ist ein fucking Feuerwerk am Abgehen. Das ist sehr cool. Oh, fuck. Fuck. Das ist nicht nur cool, sondern auch verwirrend übrigens. Sehr verwirrend. Okay, dann. Schalter. Gibt's denn noch was? Ne, das soll nur schön aussehen. Und down. Fuck. Etwas geschafft. Ach so, da muss ich wahrscheinlich. Ja, ich bin auch ein bisschen langsam. Wie gesagt, es ist sehr früh am Morgen, Leute. Man hätte sich ja mal denken können, dass man auch im Fall wechseln kann. Aber gut. Es verbraucht keine Energie, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Dass das keine Energie verbraucht. Okay. Jetzt geht's wieder zurück und dann wahrscheinlich zum Boss. Boss, Boss. Bossidi, bibidi, babidi, Boss. Boss, 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 Boss. Musik ist meistens die schönste. Mal gucken, wie ausgefallen der Boss diesmal ist. Die Spider. Whatcha? Mega Punch in your face. Das vergessene Viertel. Das Ghetto quasi. Teleporter aktiviert und Bamsen. Auf ins Ghetto. Komm her. Und Bamsen. Wow, okay. Bamsen. Okay, damit kann ich die nicht töten. Aber auf jeden Fall confusen. Bamsen. Ich glaube, das ist ganz gut gegen den Typen, der immer so schnell angreift. Gegen den ist das wahrscheinlich ganz cool. Ich dachte übrigens, wir kriegen den Sprung. Den haben wir offensichtlich nicht bekommen. Bam! Take this, you little bitch. Pants! Oh yeah. This is how we roll. Ja, ich weiß, dass das geht. Frage ist, musste ich auch hier lang? Tja, meine Freunde, das weiß man nicht.
Zack. Pats. Das ist der Almighty Bitch Slap. Nein, warte. Das ist die Laserschelle. Hell yeah. Das ist geil. Gegner einfach auf die nächste Ebene kicken. Autsch. Einfach den Gegner auf die nächste Ebene schlagen. Mit der Almighty Laserschelle. Almighty Laserschelle. Ich kämpfe nicht gegen euch. Denn ich will einfach nur runter zum Boss. Kann ich das wieder damit auch fertig machen? Oh, warte. Almighty Laserschelle. Oh. Okay, ich hab's auf jeden Fall verwirrt. Almighty Laserschelle. Cool. Sehr cool. Das mag ich. Laserschelle approved. Ach nee, das ist dumm gewesen gerade. Das war ein bisschen dumm, aber macht nichts. Ein bisschen dumm sein ist okay. Almighty Laserschelle. Was jetzt bei jedem Gegner. Außer bei den Gegnern, die mich wehtun, wenn ich die schlage. Das tut mich nämlich weh. Ich möchte gerne ein Herz haben oder eine Maske. Well, I don't give a shit. Ah, da ist meine Plattform. Dankeschön. Wow, das ging schnell. Ah, Kontrollpunkt. Und ein Leben. Und noch ein Leben. Ist das nicht schön? Hä? Warum gehst du denn runter? Das macht gar keinen Sinn. Fuck. Wenn das runtergeht, während ich draufstehe, dann muss ich mich beeilen. Und im Flug diese Quallen... Ärsche töten oder sie in Ruhe lassen. Je nachdem, wie es gerade geht. Moment, geht's gut. Ich möchte eigentlich ganz gerne wieder hoch. Darf ich? Danke. Autsch. Fuck. Kann auch einfach springen. Vielleicht ein Plan. So, Schalter drücken. Und dann öffnet sich dieses große Tor hier unten, das gar nicht mal so groß ist. Und wir können die restlichen Quallen vernichten. Ups, ich bin ja rot. Warum bin ich denn rot? Ich war doch die ganze Zeit blau. Das ist etwa so eine... Nein. Verändert nicht meine Fähigkeit. Wow, looky, what is there? I want to erkunden, was ist der? Da ist nämlich ein Leben! Wir alle mögen Leben. Gott, Alter, ich bin voller Leben gerade schon. Voller Leben für mein Leben. Und tschüss. Okay, let's do this. Let's get to the boss. Alter, wir haben... 8 Leben? Oder so? Mann, komm doch runter. Ich brauche dich, kleine Plattform. Ich brauche dich, so wie du mich. Okay. Jungs? Jungs! Hey, Jungs! Hey, Jungs! Hey, Jungs! Wollt ihr mal was Cooles sehen? Laserschelle! Willst du auch was Cooles sehen? Laserschelle! Hell yeah. Niemand besiegt mich, solange ich die Laserschelle auf meiner Seite habe.